Herr Gysi, vielleicht können Sie jetzt noch einmal einschätzen, das Wahlergebnis in Griechenland, der Sieg des Syriza-Bündnisses. Was bedeutet das jetzt für Deutschland? Inwieweit muss Deutschland Griechenland jetzt entgegenkommen? Und was bedeutet das für die Sparpolitik der Bundeskanzlerin? Also natürlich muss man jetzt Gespräche aufnehmen und verhandeln und Kompromisse suchen und finden. Anders geht es auch gar nicht. Wir sind ja besonders auf die Existenz des Euros angewiesen und können uns den Verlust gar nicht leisten. Indirekt hat die völlig falsche Sparpolitik, die ich immer kritisiert habe, weil ich immer gesagt habe, wir brauchen im Süden Europas eine Marshallplanpolitik, das heißt einen Aufbau. Zum Beispiel Griechenland muss seinen Tourismus entwickeln, muss seine Schiffsindustrie entwickeln, anstatt nur Spardiktate auszugeben. Das war völlig falsch. Dadurch sind die Schulden immer weiter angewachsen. Jetzt sind sie unbezahlbar. Deutschland haftet für 27% der Schulden. Das darf man auch nicht vergessen. Ist ja auch eine Zumutung für unsere Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und deshalb hoffe ich, dass Sie die Chance nutzen und das Ganze drehen. Aber indirekt muss ich jetzt natürlich Frau Merkel schon einen Vorwurf machen. Sie hat Syriza letztlich zum Wahlerfolg verholfen, weil die Leute die Schnauze voll hatten von der Sparpolitik. Und Sie dürfen eins nicht vergessen, da gibt es 2000 Familien, denen gehört 80% des Vermögens von Griechenland. Die zahlen bisher nicht einen halben Euro mehr. Man hat ja die Friseurin und den Stahlarbeiter und den Rentner und den Arbeitslosen und die Jugendlichen, die sollen das Ganze bezahlen. Das war nicht mehr machbar. Aber das heißt, einen Schuldenschnitt würden Sie unterstützen? Ja, da gibt es unterschiedliche Auffassungen, sogar bei uns. Die einen sind dafür, die anderen sagen, das hilft gar nicht so sehr. Vielleicht ist eine Schuldenstreckung besser. Da sollen die Fachleute drüber diskutieren. Auf jeden Fall muss man einen Weg finden, der dazu führt, dass wir das Land aufbauen und nicht abbauen. Wir haben nichts davon, Griechenland kaputt zu machen. Und ich sage Ihnen noch was, wir sind der Vize-Weltmeister beim Export, was ich ja falsch finde. Ich finde, wir müssen die Binnenwirtschaft stärken, um nicht so abhängig zu sein vom Export. Aber wenn man der Vize-Weltmeister vom Export ist, was nutzt es uns denn, wenn Italien, Frankreich, Portugal, Spanien und Griechenland nichts mehr kaufen können bei uns? Weil wir die derart arm gespart haben. Dann bricht unser Export zusammen, dann haben wir Massenarbeitslosigkeit als Folge. Nee. Jetzt sollte man diese Wahl und die Chance nutzen, damit wir den Euro auf andere Art und Weise retten, durch Aufbau des Südens und nicht durch Abbau des Südens. Herr Gysi, vielen Dank.